Gerd Siegmund und Dirk Thiele für Avia TV zwischen Oberstdorf und Sapporo. Oder Asien allgemein. Asien allgemein, genau. Denn wir haben ein Novum. Neben Sapporo gibt es ja die, kann man sagen, Olympia-Generalprobe. Genau, kann man sagen. Denn jetzt in einem Jahr, ziemlich genau, also in einem Jahr ist dann schon Olympische Winterspiele. Das heißt, Gerd, es ist ein Aufwasch auch von den ganzen Reisestrapazen der Organisation. Ist das vielleicht auch ein Grund, weshalb Sapporo so gut besetzt ist wie eigentlich noch nie? Genau, das ist der Grund. Und vor allen Dingen ist es so, dass man noch ein bisschen Zeit hat, also zur Weltmeisterschaft hin nach Lahti, also knapp eine Woche, wo es ja dann schon wieder losgeht. Und ja, deshalb fährt man auch rüber. Die einen, wir wissen, dass zum Beispiel Markus Eisenbichler wahrscheinlich nicht nach Korea geht, sondern nach Hause fliegt. Dafür ein Stefan Laie nach Korea fliegt, denn der hat ein bisschen Erholung bekommen vom Bundestrainer. Und das muss man jetzt mal abwarten, wer sich diesen Weg auch noch anschließt. Gerd, es gibt ein Sprichwort. Wer alles will, hat möglicherweise am Ende nichts. Es könnte ein bisschen problematisch werden, wer den Gesamtweltcup gewinnen will, wer natürlich auch Weltmeister werden will. Wenn man alles durchspringt, es gibt ja auch den Gefahr der Zufall, also wenn jemand mal krank wird, wie Stefan Kraft, der hat also eine Woche schon Zwangspause gehabt. Bei Michael Heiberg, der kommt für den Gesamtweltcup nicht mehr in Frage, da war es, glaube ich, nur ein Ausfall. Aber wie siehst du das? Ist es problematisch, alles durchzuspringen und dann auch noch nach der Krone zu greifen? Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite werden natürlich die Top-Athleten dazu gezwungen, alles zu springen, weil jetzt, wenn wir mal schauen, zum Beispiel in Kamil Stoch, aus meiner Sicht geht es sowieso nur um drei Personen, die den Gesamtweltcup unter sich ausmachen. Mhm. Wir haben jetzt, also Stand heute, noch 10 Einzelspringen dieses Jahr. Die WM zählt ja nicht zum Gesamtweltcup dazu. Und da haben sich doch schon ein paar Leute relativ deutlich abgesetzt mit Kamil Stoch, mit Daniel André Tante und vor allen Dingen dem Stefan Kraft. Kein Problem, das ist der Flieger nach Sapporo her. Ja, und uns liegen die Zettel weg. Macht nichts, machen wir ohne Zettel weiter. Ja. Und du hast deshalb, alles im Kopf. Deshalb ist auch ein Kamil Stoch gezwungen, eben wenn die beiden anderen dahin gehen, also auch noch nach Korea, sind ja 4 Einzelspringen, Sapporo und Korea sind 4 Einzelspringen. Da gibt es natürlich 400 Punkte zu vergeben und die kann man nicht weglassen, wenn er den Gesamtweltcup holen will. Auf der anderen Seite sehe ich es auch so, die Form ist ja da. Also lieber gut in Form zu sein und dann alles durchzuspringen. Am Ende muss der Athlet in Absprache mit seinen Trainern auch in sich hineinhören. Bin ich noch fit? Will ich alles durchspringen? Kann ich das auf mich nehmen? Und ich gehe aber von aus, dass die drei, die den Gesamtweltcup unter sich ausmachen, auch alles springen werden. Churchill hat ja mal gesagt, der ehemalige britische Premierminister, ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Mhm. Also ich habe keine gefälscht, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, über den Daumen gepeilt, sind aber in den letzten Jahren also etwa 70% der Gewinner des Gesamtweltcups, die sind nicht in Japan gesprungen. Das war allerdings eben auch dem geschuldet, dass zum Beispiel 2013, 14 in dem Jahr die Olympischen Spiele direkt danach waren, dass man sich dort nochmal rausgezogen hat, ein bisschen vorbereitet hat. Denn in Anführungszeichen waren ja bei dieser Asientour in der Vergangenheit immer nur 2 Einzelspringen. Mhm. Dann hat man vielleicht gewusst oder gedacht, naja, das kann man ein bisschen winden, da kann man auch mal ein bisschen durcheinander kommen, das Feld. Vielleicht verliere ich gar nicht so viele Punkte, wenn ich nicht hinfahre. Und die hole ich dann wieder auf, wenn ich gut in Form bin. Bevor wir mal jetzt diesen Bogen schlagen zwischen Oberstdorf und Sapporo, bring doch mal unser verehrtes Publikum auf den neuesten Stand, denn du hast ja schon die Ergebnisse der Qualifikation. Genau, ist ja kein Geheimnis. Durch die Zeitverschiebung hat heute früh also stattgefunden, die Qualifikation und das Training bei sehr, sehr guten Verhältnissen. Also war ein ganz leichter Rückenwind. Im Hang der Namen dann etwas mehr zu und da hat überragend heute die Qualifikation Peter Breutz gewonnen mit 138 Metern und man kann das schon ein bisschen vergleichen, denn das Startgate ist nicht gewechselt worden. Mhm. Also sind alle aus Startgate 16 gesprungen und auch die, die hinten gesprungen sind, wie Markus Eisenbichler, Manuel Fettner, auch Andreas Wellinger und zum Beispiel, die sind da nicht mehr so richtig rangekommen. Also er hätte sehr wahrscheinlich, wenn die anderen auch benotet worden wären, nach dem ersten Durchgang geführt. Der Einzige, der wirklich noch ein bisschen in die Nähe kam, also das ist aber nur ein bisschen, das sind immerhin auch 11 Meter, die der Rückstand hatte, waren Kamil Stoch. Ja, also das muss man sich mal überlegen. Und deshalb glaube ich, der Peter, der ist ja nicht dumm, der hat erkannt, den Gesamtweltcup, den kann ich nicht mehr gewinnen. Also,
nehme ich mir mal eine Pause während der Saison. Ist da ja, wie wir wissen, in die Sonne gefahren. Mhm. Kam zurück wie Phönix aus der Asche. Und das, was er jetzt andeutet, das hat sich ja auch in Oberstdorf schon angedeutet, was er jetzt zeigt, es schiebt ihn auf eine, aus meiner Sicht, zumindest Mitfavoritenrolle für Lahti. Da würde ich dir gar nicht widersprechen, obwohl ich das natürlich sehr gerne mal wieder machen würde. Ich gebe dir noch die Chance. Er kann wirklich noch aus der letzten Rille quasi dazukommen. Denn er macht mehr gute Sprünge als schlechte Sprünge. Die ganze Stabilität ist noch nicht gegeben. Aber so ein Erfolg, wenn er das morgen auch vorausgesetzt durchziehen kann, mal wieder ein Springen zu gewinnen, das kann natürlich auch bei ihm das positive Erlebnis so weit auslösen, dass er einfach die ganzen anderen Sprünge vergessen hat. Und das, was er letztes Jahr geleistet hat, das braucht man, glaube ich, nicht mehr wiederholen. Da ist er kein Außenseiter. Gar keine Diskussion. Nun, kannst du dich erinnern, du warst selbst Springer. Je mehr sich die Schere schließt in Richtung Weltmeisterschaft, wie wichtiger sind denn jetzt für den Kopf diese Erfolge? Ich meine, so riesig ist der Unterschied natürlich zwischen Oberstdorf und Sapporo nicht. Okay, das ist eine Flugschanze, aber das andere ist eine Großschanze. Das heißt also, irgendwo ähneln sich wahrscheinlich auch Bewegungsabläufe. Und irgendwo ist das, was man jetzt an der Spitze zeigt, schon ein bisschen wegweisend für Lahti? Das ist also so, würde ich es mal sagen, wie eigentlich auch in den letzten Jahren. Also so nach der Hälfte der Saison, wir sind ja schon über der Hälfte der Saison, ich habe es eben angesprochen, wir haben noch 10 Einzelentscheidungen plus die Springen zur Weltmeisterschaft. Trennt sich so ein bisschen das Feld in die, die um Platz 15 oder 10 bis 30 springen. Und dann gibt es immer weniger, die vorne einen Erfolg setzen können. Also es machen immer weniger unter sich dann aus nach der Hälfte der Saison. Und da würde ich jetzt mal dieses Jahr noch ein paar mehr Leute, also manchmal waren es ja nur 2 oder 3, die dort dann nur noch um die Siege gesprungen sind, wie sie, Severin Freund, Priots und so weiter. Da würde ich jetzt schon noch ein paar mehr mit einschließen. Aber ich glaube nicht, wenn die Verhältnisse normal sind in Lahti, dass wir dort einen Außenseitersieg sehen. Das nicht. Also da sind schon die Jungs, die unter den Top 10 derzeit platziert sind, würde auch vielleicht ein Richard Freitag mit einbeziehen, der derzeit Elfter ist. Denn wir haben es gesehen in Zakopane, die Chance liegt ihm, mit einmal ist er wieder da. Und in Lahti hat auch ein Richard Freitag schon gewonnen. Ja. Also so die ersten 10, 11 Leute, vorausgesetzt die Verhältnisse stimmen, werden dort wahrscheinlich den Sieg unter sich ausmachen. Wenn wir uns melden, liebe Freunde, dann versuchen wir natürlich auch Aspekte in die Debatte zu werfen, die sich aus unserer Sicht möglicherweise aufdrängen. Drängen oder aufdrängen ist überspitzt. Dennoch, wenn ich, sagen wir mal, zurückblicke auf Oberstdorf, Gerd, wir hatten 3 Russen im zweiten Durchgang, wir hatten 3 US-Amerikaner im zweiten Durchgang. Das auffällig? Jein, würde ich mal sagen. Auffällig ist auf jeden Fall der Klimov. Der hat den Durchbruch geschafft dieses Jahr, also den Umstieg 100% vollzogen. Mit den Ergebnissen, er war immerhin ja auch auf dem Podest in Innsbruck. Und 4. in Sapporo in der Quali. Ja. Mhm. Und also der hat absolut den Umstieg geschafft. Also der läuft, der ist in der Spur. Und dann sieht man natürlich auch, dass sich andere an ihm orientieren können. Sie wissen auch im Training, dass das auch Weltspitzenniveau ist. Und so zieht eben auch da in Russland Weltspitze auch Weltspitze nach sich. Auf der anderen Seite, Skifliegen waren auch viele nicht am Start. Also das würde ich jetzt noch nicht ganz so auf die Goldwaage legen. Aber Klimov, der funktioniert. Und Kornilov sollte auch in der Lage sein, der Dennis im zweiten Durchgang mitzuspringen. Und wie man munkeln hört, ich weiß nicht, nur munkeln gehört, Achim Winterlich hatte mich angerufen und mir mal zum Geburtstag gratuliert. Und er ist schon auch noch in Verhandlungen mit dem russischen Skiverband. Am letzten Dienstag, ne? Ja, und da auch nochmal ein Dank an alle Fans, Freunde, Bekannte für die ganzen Glückwünsche, auch an Avia, die mich da auch auf der Facebook beglückwünscht haben, kann ich auch gleich nochmal Danke sagen, war toll und hat mich gefreut zu lesen. Aber da hat eben der Joachim, um nochmal kurz drauf zurückzukommen, der ist immer noch in Kontakt mit dem russischen Skiverband. Ja. Angeblich gibt's dann jetzt auch mal ein Treffen in Prag und so weiter. Also ja, ich meine, Joachim Winterlich spricht ja auch für sich und seine Qualität. Er will wohl nicht so direkt als Trainer an der Schanze stehen, aber die Kraftprogramme im Hintergrund. Ja, so ganz sicher bin ich auch nicht. Wir stellen das ganz einfach mal zur Debatte mit einem Fragezeichen. Der Achim, wenn er selber nicht Klick macht, dann lässt das klicken und er wird das auch hören. Achim, du zählst noch nicht zum alten Eisen und dein Ratschlag ist immer noch was wert. So. Die 3
oder besser gesagt, die Aspekte Russen und US-Amerikaner haben wir abgehandelt. Was ist weiterhin aufgefallen, wenn wir jetzt mal den Weltcup schon zur Seite legen, oder? Ja, also was aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass Gregor Schlierenzauer in Oberstdorf schwer gestürzt ist. Der Sturz, ja, der ist unglücklich gelaufen, aber es hat natürlich eine riesen Auswirkung gehabt. Er ist verletzt, er hat eine Bandverletzung, weiß selber auch nach seiner eigenen Aussage nicht genau, wie lange das dauern wird. Also kann durchaus sein, dass er nicht rechtzeitig zur WM wieder fit wird. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass er das schafft. Denn ich muss mal ehrlich sagen, mich hat das schon überrascht, dass er so zurückkommt, dass er auch mithalten kann. Und das wäre natürlich auch für das Team Österreich eine absolute Verstärkung. Sie haben natürlich auch noch einen Andy Kofler in der Hinterhand, der auch nicht mit in Japan ist. Mal abwarten, ob er mit nach Korea anreist. Kann auch sein. Und dann er muss sich noch qualifizieren. Er ist noch nicht durch. Es ist auch abhängig, was wird aus Schlierenzauer. Also bei den Österreichern ist noch so ein kleines bisschen Bewegung in der Szene drin. Bei den Deutschen ist eigentlich alles klar. Naja, alles klar. Von der Papierform her schon. Also mit Richard Freitag, Andy Wellinger und auch dem, wer ist unser dritter Mann? Eisenbichler, den hast du schon? Ja, nee, hatte ich noch nicht. Genau, den habe ich gesucht, den Markus. Die drei sind fix. Severin Freund, das kommt nicht hinzu als Titelverteidiger, sonst hätten wir ja 5 Startplätze gehabt. Also wird es dann Karl Geiger und Stefan Laie werden. Vorausgesetzt, die beiden wären auch wieder ein bisschen besser. Also an die Wank aus meiner Sicht keine Chance. Aber die Tür geht erst zu, wenn die Mannschaft nominiert ist. Wenn der Schlüssel im Schloss ist. Und es sind noch 4 Einzelspringen, kann noch viel passieren. Aber die anderen haben natürlich schon auch einen psychologischen Vorteil. Gerd, wir sind ja immer schnell dabei in Deutschland. Wenn einer zweimal hintereinander erfolgreich war, dann ist das schon traditionell. Ne? So, jetzt hat Wellinger natürlich zweimal grandios abgeschnitten, zweimal Zweiter geworden. In Willingen gewonnen sogar. In Zakopan auf dem Podest. Also in Wismar auf dem Podest. Können wir davon ausgehen, dass er vielleicht in erster Linie Severin Freund vertritt? Wir dürfen zum Glück davon ausgehen. Also das ist ein tolles Erlebnis, wie der Junge sich entwickelt hat, also freigesprungen hat, wie das System zusammenpasst. Und dann hat er die Portion Kaltschneuzigkeit, Selbstvertrauen. Er weiß auch jetzt, wenn er sitzt öfter mal auch oben fast als Letzter oder eben als Letzter und bringt das durch. Und das ist schon sehr, sehr gut anzusehen. Und da mache ich mir an und für sich nicht so viele Sorgen, solange er gesund bleibt, dass er jetzt da noch einen großen Einbruch erleiden sollte. Also Das wird einer für die WM sein. Okay, aber lasst uns über die WM später sprechen. Genau. Da ist noch ein bisschen Luft. Da wollen wir also, wie gesagt, Japan und Korea noch abwarten. Was mir in den letzten Wochen noch aufgefallen ist, jetzt wirst du sagen, okay, ein Zukrowski war auch schon mal Juniorenweltmeister, ist dann in der Versenkung mehr oder weniger verschwunden. Aber es ist schon aufgefallen, dass der Tscheche Polacek vor dem Italiener Insam Juniorenweltmeister geworden ist. Genau, auf Platz 3 war der Herr Schmidt aus Oberstdorf, aus deutscher Sicht auch sehr gut. Trotzdem, JWM, die Jungs, es hat ja an Domen Preutz gefehlt, der wäre ja auch noch startberechtigt gewesen, hat den Gesamtweltcup vorgezogen, auch das Skifliegen vorgezogen, wollte er endlich mal erleben, hat das jetzt erlebt und hat seine Lehren daraus gezogen. Ist für die Jungs ist es ein toller Erfolg. Also das ist gerade auch für Tschechien ganz wichtig, so einen Juniorenweltmeister zu stellen. Allerdings würde ich jetzt noch nicht so eine Karriere sehen, es gab auch mal bei den Slowaken einen Martin Švagerko, nachdem hast du nie wieder was gehört, nach den Junioren. Aber man muss die Siege auch so feiern und die Glückwünsche so aussprechen, wie sie gefallen sind. Und da ist es doch ein schönes Zeichen, auch für die Italiener, dass man eben dem Bereich vorn mitspringen kann. Und jetzt heißt es natürlich kontinuierlich weiterarbeiten und die jungen Jungs dann auch mal mit in den Weltcup zu nehmen. Ja, dort sollen sie Erfahrung sammeln, gar nicht mit dem Anspruch rangehen, ich muss jetzt unbedingt unter die Top 20 springen. Da sind sie aus meiner Sicht doch noch ein bisschen weit weg. Und für die Trainer ist das natürlich auch ein leichteres Arbeiten. Die können zumindest mit einem Pfund hausieren gehen. Wir sind ja nicht nur die Namenlosen, wir haben ja auch schon was aufzuweisen. Ja, vor allen Dingen für die Verbände. Es geht ja auch um Geld, um Förderungsmaßnahmen. Man steht ja im Wettbewerb mit allen anderen Wintersportdisziplinen und auch Sommersportdisziplinen. Und da ist es schon wichtig, auch mal im Juniorenbereich was vorzuzeigen. Gut. Haben wir noch etwas anzufügen? Ja, haben wir noch.
Ein Neuzugang. Einen Neuzugang. Avia Team. Ja, aber ich fürchte mal, dass die junge Dame nicht von der Schanze springen wird. Nein, das ist eine Biathletin, Nadine Horchler, heute im Einsatz in Antholz zur WM. Und da drücken wir natürlich, wir beide auch die Daumen und auf einen guten Erfolg und ein erfolgreiches Rennen. Aber wenn wir schon bei den Einzelathleten von Avia sind, sollten wir den Marinus nicht vergessen. Marinus Kraus hat seine Saison leider beenden müssen, also war ja verletzt im Sommer und mit dem Knie und dann sind die Erfolge auch nicht so gekommen und jetzt hat das Knie sich wohl wieder gemeldet und hat also die Saison für dieses Jahr beendet und will dann im Sommer angreifen, auch von der Stelle von uns und vom gesamten Avia-Team die Daumen drücken, erholen, gut erholen und dann wieder angreifen. Wie es gehen kann, hat ja zum Beispiel Markus Eisenbichler vorgemacht. So ist es. Und Marinus, man braucht manchmal einen etwas längeren Atem. Du siehst das auch an uns beiden hier. Wir sind auch noch da oder wieder da. Und bitte nicht aufgeben. Nur wer aufgibt, der hat verloren. Schönes Schlusswort. Das war ein Schlusswort, das lassen wir so stehen. Macht's gut, bis demnächst.